aber ja erstmal herzlich willkommen beim FCH. Du warst ja früher in der Jugend bei Bayer Leverkusen. Mhm. Bist du denn eigentlich auch Fan von der Werkself? Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt sehr lange dort gespielt, meine ganze Jugend dort verbracht, 8 Jahre in der Jugend dort gespielt und verfolge das immer noch sehr gerne. Und jetzt gerade auch mit dem Heiko Herrlich, dass er dort Trainer wird, das ist nochmal eine engere Verbindung jetzt. Und ja, ich habe das auf jeden Fall im Blick und freue mich immer, wenn die Spiele gewinnen. Du bist ja dann nach Leverkusen über Chemnitz zu Regensburg gekommen, hast mit denen, wie gesagt, schon den Aufstieg gefeiert. Wie schwer ist es dir denn gefallen, die Mannschaft zu verlassen, mit denen du gerade eben noch den Aufstieg in die zweite Liga geschafft hast? Ja, sehr schwer. Also das war eine richtig tolle Zeit und eine erfolgreiche Zeit. Aber ich habe für mich einfach entschieden, dass ich, wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte, muss ich raus aus meiner Komfortzone, muss ich einfach in ein Umfeld, wo ich wieder bei Null starte, mich neu beweisen will. Und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt hier für mich, dass ich in einer Mannschaft mit etablierten Zweitligaspielern mich neu beweisen muss und einfach den Konkurrenzkampf voll durchleben möchte. Und ich glaube, daran kann ich persönlich in meiner persönlichen Entwicklung wachsen. Ihr seid ja über die Relegation gegen 1860 aufgestiegen. Dadurch hattest du natürlich auch eine verkürzte Sommerpause. Siehst du das als Nachteil? Direkt nach meiner Unterschrift hatte ich auch direkt Bock, eigentlich hier anzufangen. Und ich habe die Tage zu Hause genossen mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Aber freue mich einfach riesig jetzt auf die Herausforderung hier. Du sprichst gerade das Thema Herausforderungen an. Jetzt geht es eben von der dritten Liga in die zweite Liga. Was glaubst du, wird die größte Herausforderung in der zweiten Liga sein? Ich lasse das auf mich zukommen. Also ich möchte mich einfach hier in der Mannschaft etablieren. Ich möchte mein Bestes geben jeden Tag. Und wenn ich abends nach Hause komme vom Training, möchte ich einfach sagen können, ich habe mein Bestes gegeben. Und was dann dabei rauskommt, das wird man dann im halben Jahr bewerten können. Was sind deine Ziele für dich persönlich beim FCH? Ich habe das gerade schon angesprochen. Ich möchte jeden Tag mein Bestes geben und dann von Tag zu Tag schauen, mich hier gut integrieren in die Mannschaft. Ich freue mich auf den neuen Verein, ich freue mich auf Heidenheim und bin bisher super aufgenommen worden. Und ich glaube, das macht riesig Spaß in der Truppe. Hast du schon was sehen können von der Stadt an sich? Von der Stadt eher weniger. Also ich bin jetzt gerade im Hotel noch. Hab mir jetzt gestern auch eine Wohnung angeschaut, dann war ich mit ein paar Jungs was essen gestern Abend und also noch nicht viel, aber mein Fokus ist sowieso gerade auf dem Training und auf der Zeit auf dem Platz und alles Weitere wird dann mit der Zeit kommen. Okay, dann wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Start beim FCH und ganz viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank.